ersten Division gab es eine Niederlage. In den Auswärtsspielen hat es schon nicht mehr so gut ausgesehen, aber in den Heimspielen, da sind die Lustenauer extrem stark. Gegner GAK muss zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen und auch verkraften, ist aber noch immer Tabellenzweiter. Und dieses Spiel ist auch ein Duell zweier junger deutscher Trainer. Edi Stöhr auf der einen, Klaus Augenthaler auf der anderen Seite. Ja, Klaus Augenthaler links feiert in 6 Tagen den 40er. Edi Stöhr ist seit 3 Tagen 41 Jahre alt. Und genau heute feiert auch ein Lustenauer Spieler Geburtstag, Markus Enzenebner, den 24er. Geburtstagsgeschenk, erst zum zweiten Mal von Beginn an dabei. Der Boom in Lustenau, x-te Folge, wieder 10.000 Fans, viele auf der erstmals überdachten Nordtribüne und auch den Sicherheitsvorkehrungen wurde Rechnung getragen mit einem neuen fixen Zaun für die Auswärtsfans, aber für die Handvoll GAK-Schlachtenbummler wäre es vielleicht heute gar nicht nötig gewesen. Zahlreiche Absenzen, Claire, Lorenz, Lukacs, Janssen, Rainer bei Lustenau, Anicic, Brunners, Dietrich beim GAK, wem tut mehr weh? Auf jeden Fall tut dieses Tor Lustenau extrem weh. Schon nach 9 Minuten das 1:0. Völlig überraschend für den GAK. Und Torschütze ist ein Lustenauer, nämlich Benzen, der Deutsche. Und der schimpft da mit Torhüter Unger. Zwischen Sabitzer und Unger hat Benzen den Ball mit dem Kopf erwischt. Aber Unger ist aus dem Tor gelaufen und damit das 1:0 für den GAK, das 2. Eigentor in dieser Saison in der Meisterschaft in der Max-Bundesliga, beide in Lustenau gefallen. Und Lustenau ist zum ersten Mal daheim in dieser Saison im Rückstand. Kann man gespannt sein, wie die Lustenauer, die jetzt 15 Spiele daheim unbesiegt sind in der 2. und in der 1. Division. Ist die Austria ein bisschen außer Tritt geraten? Aber ich möchte nicht sagen, das sind jetzt 2 Spiele. Die weniger gut waren von 12 oder 13 Runden, ne? Und wir haben jetzt immer noch 20 Runden fast die Chance, noch mal zu beweisen, wie stark wir wirklich sind und was wir wirklich drauf haben. War es heute dank des Eigentors der Lustenau ein glücklicher Erfolg? Ja, wenn man bedenkt, dass Lustenau ein Eigentor geschossen hat, war sicherlich ein glücklicher Erfolg. Wir haben eigentlich nur bis zur 30. Minute Fußball gespielt, wobei wir nach der Führung 2 oder 3 gute Möglichkeiten gehabt hätten. Beziehungsweise da muss man das 2. oder das 3. Tor machen, dann ist das Spiel gelaufen. Und ab der 30. Minute haben wir eigentlich aufgehört, Fußball zu spielen. Ein kritischer Sieger, Augenblick, und worauf führen Sie sie zurück? Ja, ich glaube, jeder muss Verständnis haben, dass ich traurig bin. Zurückzuführen ist die Niederlage natürlich auf unsere verhaltene Spielweise am Anfang und ganz entscheidend auf unser Eigentor, von dem wir uns lange nicht erholt haben. Wir haben ungefähr 30 Minuten damit zugebracht, traurig zu sein. Das dürfte man in der ersten Liga nicht. Trotzdem bin ich insgesamt nicht unzufrieden, weil meine Mannschaft speziell in der 2. Halbzeit einen so starken Gegner wie den GAK relativ gut im Griff gehabt hat, Mut gezeigt hat und nach vorne gespielt hat und Torchancen heraus hinnehmen müssen. Und der neue Trainer, nämlich Milan Miklavic, wollte da einiges in der